Ihr habt es euch gewünscht, viele Leute haben es gesagt. Matthias Meidel und Medis, die sollen mal wieder zusammen fahren, hatten sehr viel gutes, positives Feedback. Und ich würde sagen, wir drehen einfach mal die Frage mal. Ja, weil wir sind in Reka und in Reka ist das Wetter perfekt. Ja. Wir haben perfekte Bedingungen. Kaum Wind, Sonnenschein, nicht zu kalt, nicht zu heiß. Das schneit eigentlich noch eine neue Mittag. Für beide. Ja, sowieso. Ich bin gerade zu dir gefahren und du fährst zu mir. Ich stehe gerade bei deinem Kollegen. Ja. Hut ab, du bist auf jeden Fall einiges noch mal schneller geworden. Du auch. Ja, aber du noch mal mehr. Also ich habe auch wirklich gemerkt, das sieht man auch im Video, ich komme da nicht hinterher. Also okay. Ich bin ja letztes Jahr, habe ich schon gedacht, dass ich da schon so ein bisschen die Pace halten kann, aber jetzt war es wirklich so, dass ich gedacht habe, nee, du reißt so, das sind so die 1-2 Sekunden, die sieht man super im Video. Das ist einfach, wir müssen ein bisschen in die Sonne gehen. Jetzt, die sind einfach ein Ticken zu schnell für mich. Aber du hast ja schon gesagt, du kennst ein paar Punkte oder du weißt schon die Punkte, wo ich eigentlich ein bisschen was verliere. Und, schauen wir uns jetzt drüben am Laptop bei mir an. Ich habe das Video schon abgeladen. Da sehen wir ganz schön eigentlich die einzelnen Passagen, wo du schnell bist, da wo ich theoretisch nicht schneller kann. Also da könnte ich ums Verrecken nicht vorbeifahren, keine Chance. Ja. Da wo du teilweise auch, möchte ich fast sagen, sogar mehr Topspeed hast. Ja. Und dann gibt es ein paar Passagen, wo du unnötig Zeit liegen lässt. Ja, das ist ja immer, ne? man fährt so seinen Stiefel irgendwann, ne? Man fährt so sein Ding und denkt aber eigentlich ist es schnell, aber eigentlich ist es gar nicht schnell. Auch da, wo du mich unten überholt hast. Ja, links. Ja, da dachte ich so, ey, wie geht denn das? Da könnte ich die Kurve gar nicht fahren. Aber ich meine, ich bin ja dann schneller in Topspeed, das sage ich ja auch immer zu anderen Leuten. Fahrt die Kurve sehr weit links, dass ihr quasi dann die Gegengerade schön richtig Anschluss feuern hast. Kannst. Ja, genau. Ja. Das können wir eigentlich eh gut nutzen. So. So, jetzt sind wir hier in der Zagreb. Da sind wir jetzt hier in der Zagreb. Also ganz ehrlich, in der Zagreb, da könnte ich nicht schneller fahren. Ja. Nee. Das geht nicht, da kannst du so ein Maximalkurvenspeed, kommst auch wirklich gut rein, du kannst spät bremsen, ich kann da auch nicht später bremsen, ja. Da verlierst du mal definitiv keine Zeit, auch hier raus, kommst du richtig gut. Das Umlegen machst du
echt schnell, das ist unter Zug, die ist von links nach rechts. Ja, das klappt auch gut, die wird auch überhaupt nicht weich von. Ja, ich bin die R1 von Sören gefahren, die ist richtig weich, genau an der Stelle gewonnen. Ja. Also das klappt mit der Honda richtig gut. Ja. Das ist da. Da habe ich dann versucht, da vorbeizufahren und dann kam der mit der BMW hier. Ach so, das war der. Ja genau, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Der hat sich da zwischen reingemogelt. Ja, der hat mich aber dann wieder vorbeigelassen. Hier auch Kurve 1 gehst du teilweise so ein bisschen weit raus. Das habe ich auch gesehen, du bist mehr in der Mitte geblieben. Ja, ne? Damit ich einen besseren Anschluss auf die 2er habe. Also dann musst du noch mal so einen Tacken warten, bevor du das Gas aufmachst. Dafür, wenn du es aber dann aufmachst, kannst du es noch mal mehr konsequenter aufmachen. Okay. Und dann siehst du, da kommst du so von weiter rechts auf das diese rechts. Ja, ich bin eigentlich genau in der Mitte, ne? Also das sieht man jetzt ist eigentlich scheiße. Und dann saugt man sich schon langsam wieder dran, weil ich dann ein bisschen schneller durch die Kurve durchfahren kann. So, der hat mich jetzt gleich wieder vorbeilassen hier. Hat er gewunken? Also er hat schon kurz gesagt, er hat gesehen, dass wir gefilmt haben. Ja. Und hat uns wieder vorbeigelassen. Ja. Ziemlich cooler Typ. So, und da fängst du jetzt schon an, ein bisschen langsamer zu werden. Da fährst du, meiner Meinung nach fährst du in dieser Opatia, diesen Bogen, dieses Raus- und Umdrehen, das machst du ein bisschen zu spät in der Kurve. Ja, aber weil die Kurve so lang ist, dachte ich mir, macht das V eher so ein bisschen hinterschneiden. Ja, aber du hast dann die langsamste Stelle, hast du schon fast am Ausgang. Da, wo ich schon wieder anfange zu beschleunigen, da wirst du dann noch langsamer und dann machst du dir den ganzen Schwung kaputt. Ja, da habe ich noch Probleme, das merke ich. Gut, da war jetzt auch Laurenz, ne? Den haben wir jetzt beide da. Ja, stimmt, Laurenz war da. Aber der hat gleich Probleme gehabt, der hat langsam gemacht irgendwie. Ja. Das da rein und über die Kuppe, da könnte ich auch nicht schneller. Das nicht. Hier runter, da geht es schon so ein bisschen los. Nicht hier raus, also hier raus in dieser Linksbergab, in dem ersten Links quasi. Da kommt es gut raus, aber dann in diese schnelle Links hinein. Ja. Also wo es jetzt runter geht gleich. Da machst du ein bisschen früh zu. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich jetzt, es ging um Rundenzeiten, ich war selber unter Druck und habe gemerkt, dass ich mir meine eigene Linie wieder ein bisschen kaputt gefahren bin. Ich bin zu angespannt gefahren, das habe ich sofort beim Fahren gemerkt. Als ich selber locker gefahren bin, bin ich auch die Stelle viel sanfter gefahren und da habe ich gemerkt, ich fahre selber nicht mehr so sauber, wenn ich selber unter Druck stehe und weiß, okay, jetzt muss auf jeden Fall eine ordentliche Zeit stehen. Also das merke ich selber bei den Aufnahmen. Das kenne ich auch immer. Also da runter, da könntest du einfach hier rein schneller laufen lassen. Ja, also da lasse ich teilweise unter Vollgas stehen und lenke unter Vollgas ein nach links, dass richtig die Drehzahl im Begrenzer schießt. Weil da ist so viel Reserve auch, siehst du am der Schräglage schon. Ja. Das ist natürlich eine Mutstelle, ne? Dritter Gang irgendwo ausgedreht in Maximalschräglage. Ja, auf jeden Fall. Das musst du erst, der Kopf sagt ja, Alter, das kann nicht gehen. Ne? Und es geht runter, das sieht man vielleicht im Video gar nicht so, dich drückt. Also das Fahrwerk komprimiert es auch richtig, denn die vordere Gabel ist dann so und du rauschst da so ein bisschen rein. Ja. Mir verdreht so teilweise so richtig die Augen, denkt man so, oh, es geht. Ne? Also, das ist auch gut Glück rein. Ja, so ungefähr, also das ist echt abartig. Ne? Aber hier die Linie passt eigentlich ganz gut hier rein auch, das passt perfekt, auch hier die rechts. Hier gehst du meiner Meinung nach schon ein bisschen weit weg. Zu weit du raus. Kannst hier aus dieser rechts raus nicht nochmal richtig beschleunigen. Und ich versuche schon aus dieser rechts raus nochmal anlegen und nochmal, also wirklich 100% Drosselklappe zu öffnen, dass ich diesen Anschlag am Gashahn nochmal habe. Ja. Und das bringt mich einfach schneller zu links. Weil die links darauf, die geht so viel schneller, als man denkt, dass ich mir quasi so eine Eselsbrücke baue, versuche hier besser rauszukommen, damit ich die links schneller baue. Und deswegen konnte ich da quasi... Okay, aber das war auch besonders scheiße. Ja, also vielleicht haben wir eine komische Stelle erwischt, aber also da habe ich nämlich gemerkt, oh, ich bin viel zu weit am linken Körper. Aber so das ist ich auch die, nicht meine ideale Idee. Aber so fahre ich die aber auch, wenn du nicht vor mir bist. Echt? Ja. Also ich fahre die auch so direkt an, weil der Radius der Linkskurve ist so offen, dass das eigentlich geht. Ja. Du kannst es nur schneller fahren. Ja. Weil du fährst da den direkteren Weg. Der direkte Weg ist oftmal auch der kürzere und somit auch der schnellere. Manchmal, nicht immer. Also musst du aber den kürzeren Weg halt auch schnell genug fahren. Das ist die entscheidende Frage. Und jetzt habe ich mir die ja schon angeschaut, wusste, okay, da ist er schwach, da kann ich tatsächlich außen vorbeifahren. Ja, das war die Stelle. Ja, so. Und da dachte ich mir, jetzt habe ich natürlich einen scheiß Anschluss gehabt, genau. Und du warst auf der guten Linie. Ja. Ja. Und deswegen hattest du dann jetzt oben raus, schön, hast dich jetzt in den Windschatten gesaugt, kamst besser raus und hast gerade noch drauf gewartet. Das ist auch einfach Honda Power, Jungs. Das ist die Honda Power. Da kam ich dann vorbei. Genau. Ja. Na, wie dich schon gesehen, dann gehen wir. Ja, aber so im Großen und Ganzen war es das ja schon, oder? Ja. Also, ich würde sagen, danke dir auf jeden Fall für deine Tipps. Für alle, die sich auf jeden Fall noch für die Raw-Videos interessieren. Ihr kennt das Spiel, Madis Uncut, da seht ihr das Ganze ohne unser Gebabbel, dann quasi einfach nur das Gefahre. Aber ich glaube, gerade jetzt bei so einer Ausfahrt war es wichtig, da ein bisschen drüber zu quatschen, was uns so im Kopf ging.
was eigentlich überhaupt abging bei uns und wie das jetzt Ganze zustande gekommen ist. Aber ja, checkt das einfach mal aus. Checkt auf jeden Fall auch mal Matthias seinen Kanal. Da macht er eigentlich sehr. Ja, ich glaube auch. Also, ich habe ja auch beim letzten Video, haben wir ja schon gesehen, haben sehr viele Leute eigentlich gesagt, dass es gefreut hat, dass wir zusammen was machen. Und ist auch cool. Und ja, alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder. Ist richtig geil. Richtig geil. Hat auch richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Weit. Weil Madis ist halt jemand, da fahre ich halt schon, ich setze es in den Videos auch mal richtig nah am Hinterreifen dran, weil ich weiß, er macht halt einfach keinen Bullshit, ne? Darf man das sagen? Er macht halt einfach keinen Schmarrn. Da kannst du dich halt mal wirklich hinten dran setzen und auch geile Aufnahmen machen. Und du weißt, der fliegt jetzt nicht gleich ab bei ihm Scheiße. Also ich würde ihm meine Yamaha geben und würde sagen, okay, der macht sie auf jeden Fall nicht kaputt. Das ist eine Ansage, das ist ein Deal. Ich würde sagen, ihr schreibt da in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Checkt Matthias ab und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace out.